Und da geht er auch schon rein, der erste Brocken. Gerade erst ausgeworfen. Und ich hoffe, dass hier der Zielfisch reingeht. Ein Fisch und ein Spot, den ich zuletzt vor knapp anderthalb, fast zwei Jahren getestet habe. Hier an genau dieser Stelle war ich auf der Suche nach Silberkarpfen. Und genau der soll hier weiter reingehen. Es ist früh morgens, also es wird gerade erst hell. Ich habe gerade so gegen 3 Uhr jetzt ausgeworfen und jetzt geht es weiter hier an der Sura auf Silberkarpfen. Wer hätte das gedacht, dass die Sura doch noch was zu bieten hat? Normalerweise denkt man sich ja immer Sura, boah nee Alden, lass mal lieber sein, ich gehe woanders angeln. Da fange ich wenigstens was. Ja, aber hier an der Sura ist es eben einer der wichtigsten Spots für Silberkarpfen. Und hier an der Sura habe ich eben auch den Silberkarpfen gefangen in richtig groß. Denn die werden hier richtig groß. Wo ist der Brocken? Was kann er? Wo ist er hin? Silberkarpfen. An der Sura. Graskuchenpellets. Frühlingskräuter. Guck mal da, die sind gar nicht so groß. 14er, 15er. Nicht schlecht. Aber dafür wird der Silberkarpfen richtig groß. 1,20 Meter Größe, 27, fast 28 Kilo. So einen Brocken nehme ich doch gerne wieder mit. Wäre nicht so schlecht. Ja, wird schmecken. Aber gucken wir erstmal, was hier so geht und ob der auch hier wieder geht an der Stelle. Denn wie gesagt, vor langer, langer Zeit ging mir hier die Trophy dann rein. Und das war nice, denn das hat eigentlich ziemlich lange gebraucht, bis ich das Ding irgendwann gefunden habe. Und der ist eben auch sehr, sehr selten überhaupt irgendwo aufzuspüren. Wenn man den zum Beispiel an der Sura, an der Achtuba sucht, geht das zwar auch immer mal wieder, zum Beispiel an dem Tümpel. Aber ja, die ganzen Male, die ich da probiert habe, hast du da auch wahnsinnig viele Beifänge. Sowas wie Marmorkarpfen oder Wildkarpfen oder die ganz normalen Karpfen oder auch Amure. Und das ist hier jetzt ein bisschen anders. Marmorkarpfen haben wir hier auch, Wildkarpfen haben wir hier auch. Und die anderen Kandidaten sind eher selten. Na, guck mal. Nächster, 8 Kilo. Silberkarpfen, Alter. Richtig nice. Hervorragender Fisch. Ich muss mich immer ein bisschen konzentrieren, dass ich auch an die richtige Ecke werfe. Denn ich bin dazu immer verleitet, wenn man hier so steht, an diesem Schniepi, an dem Zipfel, einfach so geradeaus zu werfen. Aber da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen ja hier schön links an den Rand wollen wir. So, nochmal an den anderen ein bisschen rumzuppeln. Ich könnte dir auch andere mal so ein bisschen, war gerade dunkel in der Nacht und ich habe kaum was gesehen. Wir stellen das mal so ein bisschen um. So, dann sieht das auch wieder alles ordentlich aus. So, Mook wieder. So. Siehste, haben wir jetzt hier schön unsere drei Karpfenruten. Nochmal ein bisschen straff ziehen. Und gib ihm. Also, wie gerade schon gesagt, selbst die Trophy ging damals bereits auf kleine Boilies. Und genau so bin ich jetzt auch gerade hier unterwegs. Zwar mit einem recht großen Setup, weil die Situation ist hier etwas gefährlich. Aber die Boilies sind klein. Also hier komplett mit Graskuchenpellets, Frühlingskräuter, Boilies, also Pellet-Boilie-Kombination, sinkend. Bedeutet also klassische Haarmontage, ist ja klar. Dann hier mit frisch gemähtem oder mit frischem Gras als Dip. 1er-Haken oder 1-0er-Haken habe ich jetzt hier gerade drauf. Zuletzt in dem letzten Video, was halt schon ein bisschen älter ist, da hatte ich einen 3-0er-Haken drauf. Kann man vielleicht ein bisschen variieren, vielleicht eine Route mit 1-0, 2-0, 3-0 wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich bin jetzt gerade mit einem 1-0er-Haken unterwegs. Ich denke aber auch, dass das an für sich reichen sollte. 36 Kilo hier das Ganze. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen entscheidend. Ich habe hier komplett die 300 Meter Schnur drauf. Also ich will hier sehr viel Schnur haben an diesem Spot,
denn die Sura hat eine heftig starke Strömung. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass uns hier im schlimmsten Fall ein Marmorkarpfen reinballert, mit vielleicht 40 Kilo, dann zieht er uns aber anders die Schnur weg. Also von daher, wenn wir hier schon stehen, und ihr seht, es ist direkt an der Base, aber wenn wir hier schon stehen, dann eben auch gucken, wenn wir hier auswerfen, dass wir ausreichend Schnur haben. Man kann zwar hier ganz weit rennen, man kann das ganze Stückchen hier mitlaufen, auch wenn er mal in die andere Richtung geht, man kann alles schön mitlaufen, aber viel Schnur zu haben, ist schon wirklich vorteilhaft. Und da ist er leider abgehauen. Und genauso ist es natürlich vorteilhaft, wenn man nicht nur viel Schnur hat, sondern wenn man auch, ja, ich sag mal, ordentlich starke Bremsen hat. Ich bin jetzt nichtsdestotrotz, ich bin nicht mit den Vengas reingegangen, sondern mit den drei Overlords, meinen Karpfenrollen sozusagen. Und die Overlords, die werden das schon machen. Die sind zwar von der Bremse jetzt ja nicht so mega stark, aber als erstes sind sie robust. Das ist richtig gut. Und es ist ein wahnsinnig, also sie haben wahnsinnig viel Schnurfassungsvermögen. Auch richtig, richtig, richtig nice. Also, so kann das und so soll das. Wie gesagt, hier jetzt ein bisschen übertrieben. Die hätte auch ein bisschen kleiner sein können, aber es gehen halt die kompletten Schnüre drauf. Man könnte vielleicht sogar auch, warte, da muss ich hin. Man könnte vielleicht sogar auch hier mit der 31 Kilo 500 Meter Schnur vom Weihnachtsmarkt sich hinstellen. Wäre möglicherweise auch noch eine Möglichkeit, ne? Auch nochmal eine Idee. So, zack, und rein da. Da ist der nächste Brocken, direkt nochmal ordentlich angeschlagen, das Teil. Jawohl, und dann gucken, ob er hier abzieht. Ne, hat er keine Chance, also ist nicht groß genug. Aber wichtig ist, dass hier überhaupt was reingeht. Für einfach mal blind getestet, so einen Spot nach 2 Jahren mal wieder kurz angucken. Ist das doch schon mal gut, dass es wieder geht oder noch geht. Da bin ich doch ganz zufrieden, dass das so läuft. So, und dann zieht er rüber und zieht, sehr schön. Aber wir können ihn einfach halten. Und da zubbelt es auch schon wieder. Sehr nice. Und der nächste silberne. Oder ist es der erste Marmor? Sieht schon so ein bisschen gräulich eher aus. So, komm mal ran. Da ist er. Ja, mit dem habe ich eigentlich primär gerechnet. Ne? 12 Kilo, auch richtig schön. Der dunklere Bruder vom Silberkarpfen, der Marmorkarpfen. Auch nicht verkehrt. Wie gesagt, nehme ich auch ja gerne mit. Jetzt nehme ich mal hier das PVA runter. Ich habe schon ordentlich angefüttert hier den Spot. So, zack. Clip ist gesetzt auf 35 Meter. 35 Meter, damit man jo, an der richtigen Stelle liegt. Also immer schön den Clip einstellen. 35 Meter hat auch vor Jahren schon funktioniert und scheint auch jetzt hier wieder zu funktionieren. Hier ist auch gleich mal eben gucken, irgendwas Kleines wieder dran. Ja, vielleicht mache ich doch nochmal gleich einen größeren Haken. Vielleicht doch einfach ein bisschen übertreiben hier. Kleine Boilies, Riesenhaken. Vielleicht triggert das ja doch. Denn hier die kleinen, die wollen wir ja nicht unbedingt haben. Und auch hier jetzt natürlich das PVA runter machen. Futtermische kommt runter. Wenn du noch kein PVA kannst, dann natürlich auch, wie immer beim Karpfenangeln, einfach ein anderes Futter verwenden. Aber ohne Futter würde ich es hier nicht machen. Also, von daher gucken wir rein ins Futter. Wie sollte das aussehen? Im Idealfall, wie gesagt, mit PVA und mit Leinsamen als Basis. Ich habe das jetzt mal ein bisschen anders umgebaut, damit die Basics so ein bisschen oben sind. Also Leinsamen Basis, Zusätze, Leinsamen und Kürbis. Direkt nochmal ein bisschen hier wiederholt. Graskuchen ist mit drin in 2 Varianten und dann frisch gemähter Rasen als Soße, als Aroma. Wo ist er dran? Irgendwo ist doch was dran. Da ist er dran. Auch wieder irgendwas Lüttes. Also, ich mache jetzt gleich nochmal hier die Futtermische runter und dann gucken wir mal, dass ich hier dann ja einfach auch nochmal gleich mit dem 3-0er Haken das weiter teste. Eieiei. Die werden ja klein. Aber hier jetzt runter. Dann 3-0er Haken nochmal drauf. Dann gehen wir hier auf Graskuchen-Pellets 14. Wir gehen hier auf Frühlingskräuter 15. Den Rest lassen wir so. Und dann direkt wieder raus das Ganze auf die 35 Meter. Und dann auf die dicken
Brockenhoffen. So, ein bisschen Schnurstraffen. Und gib ihm. Man könnte natürlich auch eine Komponente machen mit Lehm. Auch das wäre durchaus möglich. Lehm verlängert allerdings auch die Wirkdauer von der Futtermische. Also, wenn man da irgendwie ran möchte, wäre das bestimmt auch machbar. Aber ich werfe einfach mal zwischendurch noch mal ein bisschen was rein. Das geht eigentlich. Also wie immer, in der Regel morgens früh, so gegen 4 Uhr. Und dann gegen nachmittags 16 Uhr noch mal zweimal Futtermische nachwerfen. Und dann gegen 4 Uhr morgens wieder noch mal zwei Päckchen nachwerfen. Und dann bleibt so ein Spot eigentlich auch relativ gut aktiv. Ja, Spot hatten wir. Also Position hier unten auf F9, direkt unterhalb von Dorf. Das ist also gar nicht weit weg. Das heißt, wir können auch hier neben dem Bootsanleger quasi kurz eben runter. Direkt die Stelle, da ist es. Und man kann auch zwischendurch mal kurz reingucken, wie sich das denn lohnt, das Verausgaben hier auf die Silberkarpfen. Ja, und kohlemäßig sieht man, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Also jetzt hier die paar Dinger schon 67 Silber für die 10 Minuten und die ersten Fische, schmeckt das schon ganz gut. Kann also gerne so weitergehen. Letzten Endes ist es aber auch hier so, den Fisch, den will ich eigentlich zum Beispiel nur als Trophy fangen. Ne, wenn man den einmal hat, das ist jetzt nicht unbedingt ein Fisch, wo man großartig irgendwie auf Silberfarm aus ist, sondern wieder einen Fisch fürs Endgame. Mit so einem Endgame-Fisch ist man halt darauf aus, dass man den quasi einfach nur fängt als Trophy, dass man den abgehakt hat und gut ist. Silberkarpfen nehme ich auch gerne mit. Auch die sind natürlich kohlemäßig richtig, richtig nice. Also im Großen und Ganzen ein guter Spot, den man gerne mal testen kann. Testen allerdings, wenn man das passende Setup hat. Bedeutet also, mit einer HSV würde ich mich hier nicht unbedingt hinstellen. Kann man natürlich machen. Aber macht euch darauf gefasst, dass ihr hier den übelsten Drill haben werdet, wenn hier ein größerer Fisch reingeht. Denn, ja, wie gerade schon gesagt, Sura-Strömung plus diese kampfstarken Karpfenarten, die ballern dann halt auch richtig rein. Und wenn man da nur 15 Kilo entgegensetzen kann, ist das nicht wirklich viel an Bremskraft. Ja, so viel dazu, so viel zu dem Spot. Ich glaube, wir haben alle Infos. Setup haben wir. Wir haben den Spot, wir haben das PVA, wir haben die Köder. Petri ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen. Toi, 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 dass euch da was reinballert. Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr live auf YouTube und auf Twitch. Petri, bis zum nächsten Mal.